Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es ein 10 Booster Unboxing der WM 2018 Sticker. Ja, ich weiß, WM war schon ein bisschen her, aber ich habe noch einige Sticker da und mir fehlen auch noch welche. Deshalb habe ich gedacht, mache ich heute einfach mal ein kleines Unboxing für euch. Und somit starten wir rein mit dem ersten Pack. Erster Sticker für heute ist das Booster von Saransk, aber das habe ich schon. Also mir fehlen echt nicht mehr so viele. Auch das Mannschaftsbild von Polen habe ich schon. Andreas Cornelius von Dänemark. Kyle Walker für England. Und dann noch Cedric für Portugal, aber die habe ich schon alle. Somit, wie viele Sticker meint ihr, ziehen wir heute, die ich noch brauche? Schreibt es auf jeden Fall jetzt unter die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Päckchen. Weiter geht es also mit KHM Bocci für den Senegal. Jefferson Fofana, ehemaliger Schalker, spielt jetzt bei Lokomotive Moskau. Für Peru habe ich aber auch schon auch Mark Milligan, den ziehe ich auch ziemlich oft Milligan für Australien. Dann Okazaki ziehe ich auch häufig. Also gefühlt kommen immer die gleichen Netz. Samuel Umtiti, den brauche ich noch. Somit der erste, den ich noch brauche im zweiten Pack. Weiter geht es im dritten Pack mit dem Mannschaftsbild von Island, das man gefühlt 10.000 Mal zieht. Dann Francisco Calvo für Costa Rica habe ich schon. Carlos Vela für Mexiko, der zweite, der mir noch fehlt. Ich mache übrigens nämlich zwei Alben voll. Das eine von den Doppeln und das andere, wo ich eh normal voll mache. Also das erste ist mit den Update-Stickern und das zweite ohne. Dann Ryan McGovern für Australien habe ich auch schon. Dann N'Golo Kanté fehlt mir auch noch. Also zwei Franzosen, die mir noch fehlen bisher. Somit drei Sticker nach drei Packs ist auf jeden Fall in Ordnung. Weiter geht's mit Pack 4. Da haben wir Fouhia Gafuhi für den Iran. Dann das Logo von der Schweiz brauche ich noch. Somit der vierte. Dann Victor Nilsson Lindelöf für Schweden. Mesut Özil, der nächste Deutsche. Und Serdar Asmun für den Iran. Somit 4 nach 4 Packs ist in Ordnung. Dann nächstes Pack. Viktor Vasin für Russland haben wir da. Dann Alfred Finnbogason in Augsburger für Island. Dann Hotaru Yamaguchi steht auf meiner Liste, dass ich den noch brauche, die Nummer. Auch Ali Gabre kann ich noch gebrauchen. Und N'Golo Kanté habe ich jetzt nun auch doppelt. Ja, somit 6, die ich noch brauche als 5 Packs. Das ist ordentlich. Weiter geht's mit Igor Smolnikov für Russland. Dann Bailey White für Australien. Kaliningrad Stadium. Aber Stadien brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Außer eins oder zwei. Irgendwas fehlt mir noch von Stadien, aber nicht die, wo ich ziehe. Natürlich Ricardo Rodriguez habe ich auch schon öfter mal gehabt. Und nochmal in Stadion Hostovahina habe ich auch schon ziemlich oft die Hostovahina. Somit bleibt es bei 6 Sickern nach 6 Packs, die ich brauche. Im siebten Pack haben wir Blas Perhes, der steht sogar drauf, dass ich den noch brauche. Ich glaube, ich habe ihn schon. Auf jeden Fall im ersten einmal habe ich ihn, im zweiten weiß ich nicht. Aber steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Dann Luka Modric für Kroatien habe ich schon. Gonzalo Higuain steht auch auf der Liste, aber der kommt mir auch bekannt vor. Den habe ich auch schon mal gezogen. Wahrscheinlich dann auch fürs zweite Album. Dann Ayman Abdennour für Tunesien. Und Ramadan Sobhi für Ägypten fehlen noch so viele Spieler. Da auch noch im ersten Heft fehlen noch Spieler. Also Ägypten brauche ich unbedingt mal Spieler, aber Ramadan Zobi, den ziehe ich gefühlt 1000 Mal. Den brauche ich auch nicht mehr. 3 Packs haben wir noch, vielleicht finden wir noch mehr Spieler, die wir noch brauchen. 8. Pack, da haben wir jetzt Matthew Ryan, den Torwart für Australien. Brauche ich nicht mehr, dann auch Kjartansson für die Isländer. Ebenfalls habe ich schon. Dann Hotoro Yamaguchi habe ich mir ausgelegt, aber kam halt schon zum zweiten Mal. Ali Gabre, also es wiederholen sich wieder alle. Brauche ich auch nicht mehr. Kahi Anderson steht auch auf meiner Liste, aber der kommt mir auch bekannt vor. Also müssen wir auf jeden Fall dann gleich schauen, welche Spiele wir dann doch alle eingeben können. Im vorletzten Pack kommen Spieler, den ich noch brauche. Saul Niguez für die Spanier. Der fehlt mir safe noch. Das weiß ich sogar auswendig, dass mir den noch fehlt. Askan Deshaga. Sich gefühlt auch 10.000 Mal, ganz ehrlich, vom Iran. Den habe ich auch schon sehr oft doppelt. Dann Igor Akinfee für Russland habe ich aber auch schon. Auch Kramaric zieht man ziemlich oft von Hoffenheim, den Kroaten.
Und dann Quack-Tee habe ich ebenfalls schon. Ein Pack haben wir noch. Mal schauen, wie viele Spieler noch da drin sind, die wir noch brauchen. Im letzten Pack schon wieder Blas-Perez für Panama. Dann Sergej Milinkovic-Savic für Serbien. Celso Borges, den ich gefühlt auch 10.000 Mal ziehe. Moses Simon habe ich auch schon doppelt. Und dann den Torwart von Japan, E. Kawashima. Jetzt da war nichts dabei im letzten Pack. Somit haben wir ein paar Spieler, die wir noch brauchen. Insgesamt sind es 2, 4, 6, 8, 10. Insgesamt sind es tatsächlich 10. Und die kleben wir jetzt ein. Und wir machen gleich einen Riesensprung bis ins Album. Und tatsächlich fehlt mir Ali Gabre noch. Den habe ich hier. Das ist übrigens mein Zweitalbum, wo die Doppel hineinkommen. Aber Ägypten. Schaut euch das mal an, wie viele da fehlen. Also vor allem El Neni und Trezeguet, die bekomme ich einfach nie. Fehlen auch im ersten Album, also fehlen mir doppelt. Die brauche ich auf jeden Fall nochmal. Aber der Rest, also bei Ägypten fehlt mir noch ziemlich viel. Ich glaube auch das Logo fehlt mir zweimal. Aber wenigstens können wir jetzt Ali Gabre mal eingeben. Weiter geht es also mit Spanien. Da fehlt nur noch das Logo, Nacho Monreal und Salonika. Das habe ich ja jetzt. Also bei Spanien sieht schon besser aus. Die rechte Seite ist voll, bei der linken fehlen noch zwei. Ja, bei den Franzosen fehlen jetzt auch nur noch zwei, nämlich das Logo und CDB. Umtiti habe ich heute gezogen und auch Kanté. Die können wir jetzt somit auch eingeben. Bei Argentinien fehlen auch noch ein paar, unter anderem Otamendi oder Biglia, Angel Di Maria, Marcus Acuno. Lionel Messi fehlt ebenfalls noch. Und auch Higuain, und Higuain habe ich jetzt. Somit fehlen jetzt nur noch 5 bei Argentinien. Weiter geht's mit Island. Da fehlt tatsächlich Kari Arnason noch, den ich gezogen habe. Und dann fehlt noch Skúlason, Traustason und Gudmundsen. Von den Spielern fehlt Gudmundsen sogar auch im anderen Heft noch. Somit also immerhin einen, den wir noch eingeben können. Bei der Schweiz sind auch noch einige Lücken, aber jetzt habe ich hier schon mal das Logo für die Schweizer. Mannschaftsbild fehlt noch, Sommer fehlt, Akanji fehlt, Scheer fehlt, Embolo fehlt und auch Behami habe ich noch nicht. Bei Mexiko fehlen auch noch einige, unter anderem das Wappen, Moreno, Dos Santos, Jonathan Dos Santos, Hector Herrera, Javier Aquino und Carlos Vela, aber Vela habe ich jetzt. Auch bei Panama sind noch einige Lücken, da fehlt das Wappen noch, da fehlt Calderón, Escobar, Torres, Davis, Quintero und auch Blas Perez, aber Perez habe ich jetzt also. Habe ich heute sogar doppelt gezogen. Bei Japan sieht schon ziemlich gut aus mit den Stickern. Da fehlt nur noch Yamaguchi, den ich jetzt also habe, und somit nur noch Keisuke Honda. Keisuke Honda ist der letzte Japaner, der noch fehlt im zweiten Album also schon. Im ersten habe ich ihn schon, im zweiten aber noch nicht, und somit war es das dann auch schon. Mit diesem kleinen Unboxing und Einklebevideo der WM 2018 Sticker und somit also bis zum nächsten Mal und ciao.